Hallo zusammen. In unserem heutigen Beitrag gibt es wie immer die lustigsten und erstaunlichsten Videos aus dem Internet zu sehen. Lasst uns loslegen. Das Kerlchen hat nur die Business- und Economy-Class miteinander verwechselt. Man hätte ihn darauf ruhig etwas netter hinweisen können. Jedes Mal, wenn man sein frisch gewaschenes Fahrzeug auf dem Parkplatz abstellt. Dieser Clip ist extra für den Fall, wenn euch jemand darum bitten sollte, zu zeigen, was ein perfektes Gleichgewichtsgefühl ist. Wenn es im Mittelalter Essenslieferdienste gegeben hätte. Es scheint, als ob der Lokführer vergessen hätte, ein paar Waggons anzuhängen. Jetzt aber mal im Ernst, es handelt sich dabei um eine Bremsversuchfahrt. Ein solcher Test wird durchgeführt, indem die Waggons nach Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit von der Lok getrennt werden, um die Bremsweglänge der Lokomotive auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen zu überprüfen. Selbstverständlich sitzen dabei keine Menschen in den Waggons. Wie man seinen Chef und gleichzeitig seinen Orthopäden beeindrucken kann. Playing a game of whack. Whack. Habt ihr noch irgendwelche Zweifel daran, dass alle Kameramänner unverwundbar sind? Was glaubt ihr? Ist es ein neuer Zeitvertreib auf dem Wasser oder wissen die Leute einfach nicht, was ein Schwerpunkt ist? Achtet auf die Spitze der Klippen. Es ist kein Sandkörnchen da oben, sondern ein Profi-Wasserspringer. Mal Hand aufs Herz, hättet ihr einen Sprung aus der Höhe gewagt? Auch wenn ihr euch selbst für super unerschrocken haltet, erzählt bloß nicht, ihr hättet euch jetzt nicht geduckt. Wenn man stundenweise bezahlt wird. Schaut euch diese Videos immer an, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Job sinnlos sei. Bei
Bei so großen Wellen klappt es leider nicht, sich am Strand in Ruhe zu entspannen. Sie sind aber keineswegs ein Hindernis, um die Schönheit der indonesischen Küste zu bewundern. Zeigt diese Bilder nicht eurer Mutter, wenn ihr vorhabt, euch fürs Klettern anzumelden. Eine Frage an alle, die behaupten, dass das Fischen entspannen würde. Wart ihr jemals fischen? Eine so nahe Begegnung mit einem Wal gehört auf jeden Fall auf die Liste der Ereignisse, von denen man seinen Enkelkindern erzählt. Eine Prüfung im parallelen Einparken sieht auf dem Wasser viel spektakulärer aus als auf dem Land, nicht wahr? Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr gedacht habt, dass der Kerl bergauf fahren würde. Man sagt, dass LKW-Fahrer zusammen mit dem Führerschein auch eine Stuntman-Lizenz ausgestellt bekommen. Irgendwelche Ideen, was das sein könnte? Eine heftige Explosion oder ein erwachender Vulkan? Weder noch. Das ist die Fontäne eines der 3000 Geysire im Yellowstone Nationalpark. Keine Ahnung, wie gut die Frau Auto fährt, aber ihre Motorradstunts sind wirklich umwerfend. Der hat es auch drauf, keine Frage, aber wieso trägt er keinen Helm? Das ist der kurioseste und gleichzeitig niedlichste Verführungsversuch aller Zeiten. Dieses Maskottchen trägt kein buntes Kostüm und vollführt keine verrückten Tricks. Es versetzt sein Publikum auf eine andere Weise in Staunen. Go, champ! Catch the back slide of it. Oh, yeah, sure.
Glaubt uns, ihr habt euch noch nie so sehr gewünscht, bei Steinschere Papier zu gewinnen wie diese Burschen. Best two out of three? Oh my god. Best two out of three? Alright, ready? Rock, paper, scissors, shoot. Rock. I won, ready? Yeah. Ready? Last one. Yeah. Ready? Rock, paper, scissors, shoot. Hey! You lost! Are you kidding me? Later, yeah. Johnny! Alright, guys. Later. Shoot! Die perfekte Teamarbeit sieht in etwa so aus. Gets lined up. All right, he's got his main gear down. Let's see, he's telling Nick. Yep, he's got me in the stops. Okay, I think we're okay now. Now, Nick's obligation is to slow. I can't walk. Whoa! Hätte man denn von dem guten Hund einen schlechten Wurf erwarten können? Toll, wenn man die Möglichkeit hat, mit der ganzen Familie auf eine Reise zu gehen. Wir haben diesen Piloten extra eingeladen, um euch die verrückteste Flugshow aller Zeiten zu zeigen. Eigentlich sind Gänse ziemlich intelligente Vögel. Sehen diese hier etwa nicht, dass sie einen Spion in ihren Reihen haben? Es gibt keinen Horrorfilm, der beängstigender wäre als die Urgewalt der Natur. Das nur für den Fall, wenn ihr alle konventionellen Sportarten für langweilig haltet. Das ist Einradbasketball. Der Sport hat seine speziellen Regeln, ist perfekt zum Verbessern der Fahrfähigkeiten und macht selbstverständlich enorm viel Spaß. This is amazing. Can we start cheering obnoxiously right now? Yeah. Wie man eine Person sofort erkennt, deren Schutzengel Überstunden macht. Ein Polizist, der keine Strapazen scheut, um seine Pflicht zu tun. Schreibt eure Vermutung in die Kommentare, was dieser Bursche verbrochen haben könnte. Na, hat sich eure Laune verbessert? Wenn ja, gebt uns ein Like und verpasst nicht unser nächstes Video. Bis bald!